Wer schon einmal ein Telefonkabel an einer Mastspitze befestigt hat, kann höchstwahrscheinlich abschalten. Wovon wir sprechen? Vom Webeleinsteg. Denn auch dazu wird der Knoten, soweit keine anderen Befestigungsmöglichkeiten vorhanden sind, genutzt. Übrigens, auch von Kletterern, Bergsteigern und Feuerwehrleuten wird der Webeleinsteg eingesetzt. Allerdings wird er von ihnen Mastwurf genannt. Bei uns Seglern ist der Webeleinsteg der Knoten zur Befestigung einer Leine an einem Gegenstand. Der Webeleinsteg verklemmt sich auch bei größerer Belastung kaum, kann allerdings bei einseitiger Belastung abrollen oder sich lockern. Daher wird er etwa zum Sichern von beweglichem Gut meist mit einem halben Schlag abgeschlossen. Der Webeleinsteg kann gesteckt oder gelegt werden und ist einer der wenigen Knoten, die sich für die Mitte einer Leine eignen, wenn deren Ende oder Tampen nicht frei ist. Also gut aufpassen. Egmont Friedel zeigt uns den Webeleinsteg aus seiner äußerst sehenswerten audiovisuellen Anleitung Knoten und Spleißen. Los geht's! Beim gesteckten Webeleinsteg geht es immer im gleichen Drehsinn herum. Einmal. Jetzt über Kreuz auf die andere Seite der stehenden Part und hier wieder heraus. Das ist der Webeleinsteg. Der Webeleinsteg kann mit zwei halben Schlägen auch noch abgesichert werden. Steckt man beim Webeleinsteg zum Schluss nur eine Bucht hier unten durch, dann ist er auf Slip gelegt. Und mit einem kurzen Ruck ist er wieder gelöst. Um den Webeleinsteg in die Mitte eines Seils zu machen, mache ich so ein Auge. Diese Part ist hier oben. Und nochmal genauso ein Auge. Diese Part ist wieder oben. Das sieht nun so aus. Jetzt verschränke ich die beiden Augen hintereinander. So kann man einen Webeleinsteg über ein Objekt legen oder wie hier zum Beispiel in einen Karabiner setzen. Dieses Seil ist jetzt von beiden Enden her belastbar. Die beiden Augen kann man ebenso gut andersherum machen. So, mit dieser Part unten und noch einmal genauso. Wichtig ist nur, dass sie gleich gemacht werden. Jetzt gegeneinander verschränken und man hat einen Webeleinsteg in die Mitte eines Seils gemacht.